Der 14. Juli bringt drei neue Namen, die so neu auch wieder nicht sind, weil die Künstler selber gibt es dann schon ein, zwei, drei, vier Jahre, teilweise auch schon länger, wie jetzt zum Beispiel den Nico Santos, der schon für viele seiner Kollegen, unter anderem für Mark Foster Hits geschrieben hat, momentan mit Rooftop und dem Folgetitel bei den Radiostationen nahezu stündlich im Einsatz. Alina, eine ganz großartige Sängerin, die als Vorbild gerne mal Alexandra angibt, die legendäre, viel zu früh gestorbene Sängerin mit der rauchigen Stimme. Und dann noch Lionshead, was wiederum ein Lieblingsthema vom SWR ist, wo es dort wirklich intensiv gespielt wird und wie wir hören, besonders bei den Damen äußerst populär ist.